Christian Heterer, ich moderiere heute zum zweiten Mal das Europa-Quiz. Hier bewerben sich quasi Schulen aus Dortmund und der Umgebung. Vier Schulen waren schnell und haben die Fragen richtig beantwortet und spielen gleich hier auf dem Fest mit mir um eine Tagesreise nach Brüssel. Teams bestehen immer aus zwei Leuten, also stehe ich gleich mit 8 gut vorbereiteten Schülern auf der Bühne und freue mich auf ein schönes Quiz. Glücklich, dass wir dieses Quiz jetzt schon zum zweiten Mal machen. Dass junge Leute sich mit dem Thema Europa beschäftigen, ist für mich eine ganz wichtige Sache. Wenn alles so bleiben soll, wie es ist, dann kann nichts so bleiben, wie es war. Und Engagement für Europa ist lebensnotwendig und friedenserhaltend. Und deswegen werden wir sicherlich im nächsten Jahr das Quiz wieder machen. Der Schülerinnen und Schüler. Für mich ist das ein wichtiger Beitrag zur politischen Bildung, eine politische Bildung, die dazu führt, dass Schülerinnen und Schülerinnen europäisches Bewusstsein entwickeln. Was ich mir nur demnächst wünschen würde, ist, dass mehr Mädchen den Mut haben, daran teilzunehmen. Es waren zu viele Jungs. Sondern nur einen Tag geschafft hat, kriegt er jetzt von der Stadt den Bonus, dass er doch 3 Tage fahren kann. Der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg sind sozusagen Vater und Mutter der europäischen Gemeinschaft und das muss immer wieder mit Leben erfüllt werden. Und dass das hier auf einem Fest der Vielfalt, was dort bunt ist, passiert, das begrüße ich sehr. Und selbstverständlich wird es im nächsten Jahr wieder dort bunt geben und dann wird es natürlich auch wieder dieses Europa-Quiz geben und dann gibt es auch die Europawahl am 26. Mai 2019. Da kann man ein bisschen Werbung dafür machen, dass die europäische Idee lebt.